Hi, mein Name ist David Jakobs und wir sind heute hier in der St. Maximilian-Kirche an der Isar und wir schauen uns heute mal den Glockenturm an. Los geht's! Wie stellst du das Leben vor, dass der Glöckner so in dieser Form tatsächlich damals gehabt haben könnte? Ich habe für mich mal so rausgefunden, dass dieses Glockenläuten was ganz Spezielles für ihn ist. Weil das ist wie so eine Entladung von Energie für ihn, wo ganz viel passiert. Das ist seine Aufgabe, das ist seine Bestimmung, in diesen Positionen, die ja erstmal für uns untypisch sind, zu stehen und darin auch zu spielen und sich zu bewegen und auch zu fühlen und zu singen, ist was ganz Außergewöhnliches und sehr Spezielles, ja. Da braucht man eine bestimmte Form von Kondition, die man halt erst dann erlernt, wenn man es macht. Und die Glocke sagt, das stimmt.